Klaus Störtebeker, der Neue. Ne? Ich meine, Klaus Störtebeker ist mit 41 hingerichtet worden. Das kommt, wenn man den Zyklus betrachtet, bei dir ja dann fast hin. Hast du schon Angst davor? Nee, habe ich keine Angst vor. Da ist ja noch eine Menge Wasser, was den Rhein runterfließt in der Zeit. Da kommen noch schöne Geschichten. Ich werde dann, glaube ich, 42 sein. In dem Sommer sozusagen ein Jahr älter. Ich immerhin ein Jahr kriege ich mehr geschenkt. Stellst du dir denn so einen Piraten zu der Zeit so vor, wie du ihn spielst? Ja gut, ich meine, die Piraten waren auch damals Menschen aus Fleisch und Blut und Herz und Tränen und Schweiß. Und diese erste Geschichte, die wir jetzt eben spielen, ist ja noch sozusagen bevor er Pirat wird, die ja auch fiktiv ist, die ist ja so nicht historisch belegt. Und ich spiele das schon so, wie ich mir vorstelle, dass jemand mit diesem Lebenslauf, mit dieser Biografie das dann machen würde. Aber das ist ja das Schöne, ein anderer Schauspieler würde es sofort anders machen, weil es eine andere Persönlichkeit ist. Und da steckt natürlich auch sehr viel von mir drin, aber es ist schon natürlich auch sehr weit trotzdem von mir weg. Aber generell so dieses Leben zu der Zeit, wie stellst du dir das vor? War das ein Spaß oder? Ach ja, ich meine, es gibt ja diese Romantik bei vielen Leuten, diese Romantik nach dem Mittelalter und so. Ich selber stelle mir das wahnsinnig hart vor, diese Zeit. Also wie die Menschen leben mussten, die Kälte, die Nässe. Ich stelle mir immer vor, dass die Klamotten nie wirklich trocken geworden sind. So, ja, die waren natürlich härter, rauer. Das war sicherlich eine sehr anstrengende, intensive Zeit. Und das Recht des Stärkeren war sozusagen die Politik, und wer überlebt, hat gewonnen, so ungefähr, und der andere ist halt tot. Und ja, und das ist natürlich auch das Spannende wiederum an der Figur des Störtebeker, dass der eben jetzt nicht einfach ein Engel war, ein Superheld, der alles nur toll gemacht hat, sondern der hatte auch eine Menge Dreck am Stecken, wie man so schön sagt. Er hat selber geraubt, gehurt, gemordet und sicherlich mit der richtigen Intention am Ende des Tages, führt schon eher für die Guten, aber eben trotzdem. Ist er für dich dann jetzt eher ein Held oder doch eher ein Verbrecher? Er ist schon eher ein Held. Es ist ja letztlich mit so einer historischen Figur wie Robin Hood oder so nicht viel anders. Der hat ja auch Leute beklaut und sicherlich auch den einen oder anderen verprügelt, vielleicht sogar umgebracht, um es dann den richtigen Leuten zu geben. Also am Ende des Tages ist er schon eher ein Held als ein Bösewicht, das würde ich schon sagen. Was hast du denn in deinem Leben vielleicht schon mal Heldenhaftes vollbracht? Hast du mal ein Kätzchen gerettet vorm Ertrinken oder irgend sowas? Also ich habe in meinem Leben so kleine Heldentaten vielleicht vollbracht. Ich habe in der Zeit, als ich in Köln gelebt habe, sehr viel den Obdachlosen geholfen, in Form von Kaffee spendiert, eine Decke gebracht, mir mal einen Euro und mal eine heiße Suppe gekauft. Solche Dinge. Ich hab schon eher ein gutes Herz und versuche den Leuten so, sage ich mal, so gut zu helfen, wie ich kann. Ich bin seit vielen Jahren bei Greenpeace und bin jetzt auch bei Amnesty International Mitglied und so. Also in dem Kosmos, in dem ich das machen kann, mache ich das schon. Die Gelegenheit, jemanden jetzt tatsächlich vor irgendwas zu retten, habe ich jetzt noch nicht gehabt. Wenn es jetzt so drauf ankommt, würdest du da so in erster Reihe stehen und die Fahne schwingen? Ja, also das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde definitiv nicht zugucken, wie jemand ertrinkt oder verprügelt wird oder sonst irgendwas. Da würde ich definitiv was machen. Die Rolle des Klaus Störtebeker, verändert die das Leben oder auch die Wahrnehmung von einem selber ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit als vielleicht so mancher Film oder manche Serie? Also wie ich das spüre in der Öffentlichkeit? Oder? Na, wie die Öffentlichkeit dich wahrnimmt. Ja, also hier auf der Insel ganz sicher. Das ist schon so, da wo ich herkomme, im Rheinland kennt man die Festspiele vereinzelt. Da gibt es Leute, die kennen, da gibt es aber, würde ich mal eher sagen, ein Gros der Leute, die es nicht kennen. Hier oben sieht die Welt völlig anders aus. Und auch im Osten der Republik. Na klar, wenn ich jetzt hier einkaufen gehe oder sowas, dann werde ich erkannt. Das merke ich schon. Ne? Das ist aber schön. Die Leute sind mir sozusagen, begegnen mir positiv. Und das ist völlig in Ordnung. Aber klar, die Aufmerksamkeit hier oben ist schon sehr groß. Dann.